Leute, ciao von der Unger, hier sind wir und ich komme nochmal auf die Antworten zu einigen Fragen, die ich gelesen hatte und wo man etwas mehr dazu zu sagen hatte. Und zwar Trading Software, Plattform. Also, okay, ich will auch jetzt automatisiert handeln, aber was soll ich kaufen oder wo soll ich investieren, wenn ich eine Software brauche? Es gibt natürlich sehr viele, ich kenne einige und ich kann also zu den einigen etwas dazu sagen. Das Thema ist aber, erstmal, bist du ein Programmierer oder bist du ein armer Kerl wie ich? Ich bin kein Programmierer, also ich bin einer von der zweiten Gruppe. Und zweites Thema ist, hast du hohes Kapital zum Investieren in Software, Ausbildung und Trading natürlich, oder willst du noch wenig investieren, einfach weil du entweder wenig Geld hast oder weil du dich nicht traust, zu viel zu investieren? Das sind die zwei Teile, die man berücksichtigen muss. Und jetzt werde ich einige von den bekanntesten Software nennen, wo ich ein bisschen Erfahrung habe und Pros und Cons dazu sagen. Also, erstmal meinen Kanal abonnieren. Wenn du noch nicht abonniert hast, kannst du jetzt abonnieren. Das wäre natürlich immer gut, sodass du sofort weißt, wenn etwas Neues kommt. Das muss ich sagen. Also, aber okay. Starten wir also von A zu Z. Amibroker. Auf Amibroker habe ich, nicht ich, aber ein Kumpel von mir, das System für den Aktien, Rotationalsystem für Aktien programmiert. Und dieses System, wie gesagt, ist ein Momentum-System, was auf den Nasdaq 100 Aktien funktioniert. Und ich bekomme jeden Monat die Liste von den Aktien, in denen ich investiert sein soll für die kommenden 30 Tage. Amibroker ist in der Tat ein sehr gute Software für diese Portfolio-Ansätze. Auch für anderes, aber sowieso mit Portfolio-Ansätze ist es vielleicht das Beste, was man finden kann von den bekanntesten. Es ist sehr gut, sehr flexibel, man kann alles, was möglich ist, dort programmieren lassen. Aber das ist das Problem, programmieren lassen. Ein Kumpel von mir hat es programmiert. Das Problem ist, dass wenn du kein Programmierer bist, dann wirst du vermutlich hohe Schwierigkeiten treffen mit Amibroker. Für mich ist es gar nicht einfach. Ich kann es selbst nicht programmieren. Ich kann einige kleinere Sachen zusammenstellen, aber leider kann ich es nicht selbst nutzen. Ich brauche die Hilfe von jemandem, der Ahnung hat. In dem Fall ein Programmierer. Das ist auch ein professioneller Programmierer, ein sehr guter. Nun, das Problem ist, dass nicht nur die Programmierungssprache von Amibroker kompliziert ist, aus meiner Sicht natürlich, aber auch das Ganze, die Settings von der Plattform, die sind unterschiedlich und die können natürlich Schwierigkeiten bringen. Und nicht nur in Amibroker ist auch das Gefahr gesteckt, dass man einen Blick in die Zukunft werfen kann. Das heißt, in Amibroker gibt es am Moment keine Grenzen für die Programmierungssprache, sodass es auch, wenn du willst oder wenn du nicht willst, einen Blick in die Zukunft wirst, dass du weißt schon, was morgen Abend passieren wird, mit den Daten, die du hast natürlich. Und da kannst du also fehlerhafte Systeme programmieren. Systeme, die ganz schön aussehen, aber die in der Tat eine Kleinigkeit berücksichtigen, die in Realtime du nicht wissen konntest. Einfach weil sie schon Ende des Tages kontrollieren, was passiert ist und so weiter. Zum Beispiel ein Indikator mit dem Wert von der Close, aber du steigst beim Open des Tages ein. Du weißt noch nicht, wenn du handelst, was an der Close passiert. Das System, aber die Plattform weiß es, die schaut rein und die bringt in dem Fall Trades, die nicht existieren konnten. Das ist also die Learning Curve Amibroker zu nutzen, ist wirklich kompliziert, aus meiner Sicht. Billig und teuer, es ist ziemlich billig, die Plattform selbst. Es gibt einige unterschiedliche Versionen. Es ist nicht eine teure Plattform, nicht also 300, 400 € oder sowas ungefähr. Aber dann die Daten muss man natürlich kaufen. Ich habe die Norgate-Daten gekauft. Das sind die Daten mit Survivorship Bias Control. Also da gibt es alle Aktien, die jemals im Nasdaq 100 waren, sodass ich immer wirklich
gut testen könnte, was genau in dem Moment passiert ist. Aber die muss man natürlich zahlen. Also insgesamt ist die Plattform nicht teuer, aber dann gibt es, wenn man Qualitätsdaten braucht, natürlich etwas mehr zu zahlen. Übrigens ist AmiBroker sehr gut, wie gesagt, fürs Backtesting, wenn man es gut programmieren kann. Aber fürs Live-Trading ist es ein bisschen mehr kompliziert. Also für Backtesting-Zwecke okay, für Live-Trading muss man noch ein bisschen daran Mühe bringen. Das würde ich also nicht sofort empfehlen, wenn du ein Anfänger bist und sowieso, wenn du nicht programmieren kannst. Das war AmiBroker. Jetzt also, vielleicht bin ich jetzt falsch, MetaTrader, MetaTrader, muss ich ehrlich sagen, habe ich schon in anderen Videos erzählt, gefällt mir nicht. Es ist eine freie Plattform. Es ist also billig. Wenn du kein Geld investieren willst, dann kannst du ruhig mit MetaTrader anfangen, weil das nichts kostet. Aber die Daten, sorry, die Daten sind auch gratis, weil die vom Broker kommen. Aber die Daten sind ein bisschen gering. Du hast nicht eine umfangreiche Datenhistorie, damit du testen kannst. Die kann man von anderen Quellen downloaden, zum Beispiel von Dukascopy bekommt man gratis Daten von der Vergangenheit, aber das sind dann nicht die Daten, die du handeln wirst auf deinem Broker. Das ist nicht eine Kleinigkeit, weil die unterschiedlichen Brokers vielleicht kleine Unterschiede haben in den Datenhistorie und in der Realtime auch. Es ist aber gratis, wie gesagt. Von der Programmierung raus ist es kompliziert. MQL ist leider nicht einfach. Das muss ich sagen. Es ist auch eine komplizierte Sprache, flexibel, gut, aber nicht einfach zu lernen. Also für Anfänger, die in Programmierung, sorry, keine Ahnung haben, ist es vielleicht nicht die beste Wahl. Okay? Und auch, was noch schlimmer ist, die Struktur von der Logik von der Maschine, von MetaTrader, sieht ein bisschen anders aus im Vergleich zu den anderen Plattformen. Und das heißt, dass wenn man dort lernt, wie die funktioniert, dann hat man vielleicht nachher Schwierigkeiten, falls man etwas anderes nutzen will. Zum Beispiel Translation, Multicharts oder etwas anderes. Also das ist dann zweifelhaft. Also billig, sicher, aber kompliziert. Und es bringt dich in einer Welt, die nicht unbedingt die saubere Welt vom Trading ist. Jetzt gibt es natürlich mehrere Leute, die sagen, der Hunger, der ist gegen MetaTrader, was können wir tun? Wir haben kein Geld, wir können doch nicht die teuren Plattformen kaufen. Und der glaubt, dass nur die Futures in der Welt gültig sind. Forex ist auch ein Markt, die CFDs. Ja, alles stimmt. Aber ich sage es nur, pass auf. Weil, wenn du dort etwas lernst, dann hast du vielleicht Schwierigkeiten nachher, falls du einen Schritt weiter gehen willst. Und auch noch, vergiss nicht, dass die Backtests, die auf MetaTrader du schaffen wirst, entweder auf Daten, die nicht zu deinem Broker gehören, aber die können nicht alle reale Kosten berücksichtigen, weil es in den CFDs und Forex-Bereich mehrere Kosten mit den Spreads zu tun haben und auch mit den Swaps. Und diese Kosten sind nicht immer so klar, wie man denken könnte. Das ist nur eine Note. Man kann vielleicht in einem nächsten Video mal etwas mehr darüber sagen, aber ich werde es nur jetzt als Info geben. Dann von MetaTrader auf Multicharts. Multicharts, das ist, was ich nutze. Multicharts hat eine einfache Programmierungssprache, Power Language, die ist gleich wie Easy Language. Pass auf, Multicharts gibt zwei Versionen. Die klassische Multicharts, die ich nutze, und die .NET. Die .NET ist in C# programmierbar und das ist dann wieder kompliziert, wenn du kein Programmierer bist. Also, wenn du für die Programmierungssprache etwas Leichtes suchst, dann musst du auf Multicharts, die klassische Version, gucken. Multicharts ist sehr flexibel, deswegen nutze ich das, weil sie mit mehreren Brokers in Verbindung stellen kann. Mit Live Trading funktioniert es sehr gut. Es hat aber keine eigenen Daten. Also die Daten muss man dann auch extra kaufen. Insgesamt wird Multichart ziemlich teuer. Ziemlich teuer bedeutet, die Plattform selbst ist vielleicht $1500 oder sowas. Lifetime meine ich. Und dann auch Daten. Ich zahle für meine Datenquelle von IQ-Feed ungefähr 100 Euro pro Monat. Zusatz von dem Lifetime, von One-Time, was ich bezahlt habe für Multichart selbst.
Also, insgesamt kann es vielleicht ein bisschen teuer aussehen. Es gibt aber zum Lernen 30 Tage Free Trial, also man kann damit üben und so weiter. Und man kann auch damit genug spielen, dass man ein bisschen sich ausbilden kann. Und man zahlt nur, wenn man dann die nutzen will für Trainingszwecke. Wie gesagt, einfach zu programmieren, also wenn keiner gar keine Ahnung hat, dort kann man nicht von heute bis morgen lernen, aber man kann das wohl lernen, aber teuer auf mehrere Gründe. Die Plattform selbst und dann alles, was mit der Plattform verbunden ist. Aber die Plattform ist flexibel, die kann man mit mehreren Datenquellen, IQ-Feed ist vielleicht die beste, aber auch von TradeStation kann man Daten haben, von eSignal, was sehr gut ist, um CQG, es gibt mehrere. Und das, die kann man auch mit mehreren Brokers meine ich, die Futures Broker oder Aktien Broker, Interactive Brokers, Admin, Dorman Futures, AMP, also es gibt mehrere. Teuer. Multichance ist teuer. Gehen wir weiter. Pro Realtime. Jemand hat auch über Pro Realtime. Ah nein, sorry. MN Ninja Trader. Ninja Trader, sehr gute Plattform, aber bist du kein Programmierer, dann hast du leider vermutlich Schwierigkeiten, weil man die in C# programmieren muss und das ist nicht so einfach. Ich hatte in der Vergangenheit Ninja Trader benutzt mit einem Freund von mir und der war auch professioneller Programmierer. Ich habe dann etwas gelernt von seinen Scripts, ein bisschen zu basteln, aber ganz allein könnte ich das überhaupt nicht nutzen, da ich kein Programmierer bin. Also Ninja Trader kann schwierig sein. Ninja Trader ist auch brokerisch, das heißt, wenn du ein Konto mit Ninja Trader Broker öffnest, dann hast du die Plattform frei und das ist natürlich ein Vorteil, weil es billig wird. Also als Kosten kann es billig sein, sonst wenn du Ninja Trader in Verbindung mit anderen Brokers nutzen willst, musst du dafür zahlen und das wird dann wieder teuer vielleicht. Aber generell kann es billig sein, wenn du mit Ninja direkt arbeitest als brokerisch. Es ist aber kompliziert und obwohl flexibel mit C#, aber nur wenn du ein guter Programmierer bist, kannst du alles tun, was du willst. Ich war zum Beispiel nicht zufrieden mit dem Order Manager von Ninja Trader, weil nicht alles erlaubt war und dieser Freund von mir hatte ein eigenes Order Manager von null programmiert, sodass alles machbar war, wie wir wollten. Aber wie gesagt, da muss man wirklich Ahnung haben und sehr hohe Skills, sonst kann man nichts anfangen. Das war Ninja. Pro Realtime ist auch gut. Die Programmierungssprache von Pro Realtime ist ziemlich einfach, nicht so einfach wie die von Multichance, aber man kann die doch als Nein einfach nennen. Und was ist gut mit Pro Realtime? Das Gute ist, dass wenn man ein Konto, ein Account bei Pro Realtime öffnet, hat man End of Day Data frei und damit kann man ein bisschen spielen. Das bedeutet nicht, dass man dort die beste Strategie in der Welt entwickeln kann, aber man kann üben, programmieren, ein bisschen lernen, damit man versteht, wie das Ganze funktioniert. Also wenn einer jetzt nur üben will, kann entweder die Free Trial von Multichance runterladen und spielen oder bei Pro Realtime ein Account free öffnen und dort mit den Daten, die er zur Verfügung hat, End of Day, nur Daily Bars, kann man ein bisschen spielen und kleinere Strategien anfangen zu programmieren. Und so versteht er, wie das Ganze geht, hat man ein bisschen Ahnung. Wie gesagt, die Programmierungssprache ist nicht so kompliziert und es gibt ein gutes Handbuch, wo alles erklärt. Also, das ist schon etwas, wo man damit spielen kann. Wenn man dann handeln will, dann bin ich nicht mehr so begeistert. Okay, es gibt einige Brokers, mit denen man arbeiten kann, mit Pro-Realtime, ganz live und so weiter, das ist ihn. Aber die sind zu meinem Wissen zu den CFDs nur verbunden und alles, was mit dieser Welt, IG zum Beispiel, macht das, glaube ich. Und das bringt natürlich einige Nachteile. Ich weiß nicht, ob es andere Brokers gibt, die auch Futures Trading erlauben, muss ich ehrlich sagen. Aber zudem wollte ich dann sagen, dass in dem Fall wäre aus meiner Sicht Pro Realtime selbst ein bisschen begrenzt. Die ist nicht so flexibel wie andere Plattformen und wenn man einige seriöse Konzepte einbauen will, dann wäre das ein bisschen kompliziert. Und in dem Fall ist man ein bisschen gestoppt, weiterzugehen.
Das habe ich selbst erfahren. Ich war in Verbindung mit dem Pro-Real-Time-Leuten und habe gesehen, dass es einige Grenzen gab, wenn ich meine Ansätze dort entwickelt wurde. Ich hätte gerne auch ein Backup für Pro-Real-Time hergestellt, aber das könnte ich nicht, weil ich selbst könnte das nicht tun und die Programmierer von Pro-Real-Time hatten nicht die Zeit und die Möglichkeit, das zu tun. Ich habe nichts gegen Pro-Real-Time, nur sage ich, es ist nicht so einfach, wenn man etwas weiteres machen will. Aber zu Anfang perfekt. Das war Pro-Real-Time. Jetzt kommt dann TradeStation. TradeStation ist einfach zu programmieren, weil die Programmierungssprache heißt ja Easy Language. Einfach als easy kann man nicht finden. Ist genau die Sprache von Multicharts auch. Power Language heißt die dort, hier Easy Language. Es gibt nur einige kleinere Sachen, die anders sind, aber generell ist es genau dieselbe Sprache, also einfacher. Und heute, du musst aber selbst auf der Webseite kontrollieren, weil das immer sich ändert, gibt es auch große Vorteile, ein Konto dort zu öffnen. Was bedeutet das? Ein Konto öffnen bedeutet, dass TradeStation auch Broker ist. Also, wenn du ein Account Trader bei TradeStation öffnest, dann hast du unterschiedliche gute Angebote, die Plattform zu nutzen, frei, das heißt einige Ausführungen am Monat und du hast die Plattform für frei und auch die Daten, weil die werden von TradeStation selbst geliefert und die Daten von TradeStation sind gut, gute Qualität von den Daten, das kann man sagen. Beziehungsweise Multicharts habe ich gesagt, ich kaufe die Daten von IQFIED, ich könnte auch die Daten direkt von Interactive Brokers nutzen, meine Charts zu bilden. Aber da habe ich mal getestet, ich bin gar nicht zufrieden. Die Daten von Interactive Brokers sind leider nicht hohe Qualität. Nochmal, anderes Video vielleicht in der Zukunft, kann man darüber reden, aber ich kaufe die Daten von IQFIED, weil ich die eBay-Daten nicht traue. PlayStation ist gut, das wäre eine gute Alternative zu IQFIED, wenn man einige Märkte natürlich handeln würde. Also PlayStation bietet gute Möglichkeiten an. Das heißt, bist du kein Programmierer? Easy Language bei PlayStation kann klappen. Hast du nicht so viel zu investieren, vielleicht mit einem kleinen Account bei TradeStation findest du die Lösung, damit du anfangen kannst, direkt zu handeln. Und TradeStation ist auch eine Möglichkeit für jene, die schon irgendwo anders arbeiten, als Diversifikation. Ein anderes Konto, mein Freund Thomas hat gerade gesagt, er will auch ein zweites Konto bei TradeStation öffnen und dort starten. So trennt er die Märkte, auf denen er arbeitet, sodass er eine kleine Diversifikation hat. Wenn was hier passiert, dann ist er vielleicht in Sicherheitsgründen auf der anderen Seite oder sowas. Also, in jedem Fall, er hat natürlich diese Idee und das ist eine gute Idee. Aber wie gesagt, also, TradeStation ist positiv, beide von Programmierung und von Geld. Das war es ungefähr. Es gibt andere natürlich, Sierra Chart, Zorro. Zorro habe ich sehr Gutes gehört, aber ein anderer Kumpel von mir, der sich mit High-Frequency Trading beschäftigt, hat auch gesagt, dass es sehr viele Bugs drin gibt. Also der hat sicher mehr Ahnung als ich von Trading-Software. Da kann ich aber nichts anderes erklären. Das ist nur, ich habe einige gehört, die sehr positiv sind, andere, die nicht zufrieden waren. Mehr kann ich da nicht sagen. Wie auch mit Sierra kann ich nicht zu viel sagen. Und dann gibt es natürlich mehrere. Wenn ich etwas vergessen habe, vielleicht kannst du fragen und kann mir einfallen. Das waren die bekannteste von meiner Sicht und die, mit denen man anfangen kann. Aber deine Kommentare sind natürlich willkommen und ich werde versuchen, nochmal alles, was möglich ist, zu beantworten, wenn du hier schreibst. Abonnieren hast du sicher schon. Mein Handbuch, Erfolgsfragen, so geht's, kannst du runterladen. Und noch eine kleine kurze Note, Entschuldigung, jemand hat geklagt, dass das Audio vom Handy, wo ich aufnehme, nicht gut ist. Okay, Entschuldigung. Ich habe versucht, andere Lösungen zu finden. Ich studiere noch. Ich bin echt zu sagen zu doof, zu verstehen, wie diese Sache funktioniert. Beim Rechner funktioniert das besser, weil ich dort ein Snowball-Mikrofon nutze, die Aufnahme direkt vom Monitor zu tun. Hier bin ich noch ein bisschen Pane Salame, sagt man in Italien. Das heißt Brot und Salami. Was heißt das noch? Ganz einfach. Aber ich werde versuchen, was Besseres zu tun in der Zukunft. Nur brauche ich Zeit. Meine Zeit ist mit Trading, Strategie, Entwicklung meistens dort und hier habe ich natürlich
nur eine kleine Ahnung mit dem Handy. Aber ich werde versuchen, das auch in der Zukunft besser zu tun. Das werde ich machen. Das war's. Ich glaube, alle Ende von da. Ich warte für deine Kommentare. Abonniere und bis nächstes Mal. Ciao von Andrea Unger. Ciao aus Italien.